Die Laune der Händler im Viktualienmarkt. Sie ist nach dem Wochenende wie das Wetter. So richtig mies. Gleich mehrfach haben Kriminelle zugeschlagen. Am Freitag ging's los, Brandstiftung. Unter anderem in Chicos Saftladen. Freitag sind sie friedlich zu Hause, klingt das Telefon, der Laden steckt in Flammen. Das war noch schlimmer als das. Das ist ja den ganzen Tag und die ganzen Plane hier, sehen Sie, das ist von alles ist jetzt kaputt, weil die Flammen waren dermaßen zu stark. Bis 3 Uhr morgens haben Chico und sein Team den Laden gesäubert. Den Schaden an Einrichtungen, Planen und Dach schätzt er auf über 10.000 Euro. Der mutmaßliche Täter wohl ein Obdachloser. Von ihm stammt offenbar auch dieses Brandloch. Du bist unsicher, du weißt nicht, was dir erwartet die nächsten Tage, wenn du in deinen Laden kommst. Wir sind kleine Unternehmer und sowas macht dich fertig. Fertig mit den Nerven ist auch Standbesitzerin Ebru Sadak. Am Samstag schlitzten Unbekannte eine Plane auf und klauten Balsamico-Flaschen. Wohl in der Annahme, es sei Alkohol. Die Täter hat sie auf Video, noch sind sie nicht geschnappt. Nachts kann man auch manchmal gar nicht ruhig schlafen, weil man nicht weiß, ist der Laden jetzt wirklich sicher, wird jetzt wieder eingebrochen oder nicht. Teuer ist oft nicht die Ware, sondern die kaputten Planen. Eine kostet 1.500 Euro. Das Problem ist eben, dass sich so die Planen nicht wirklich versichern lassen. Also wenn eine Plane kaputt geht, muss man das schon auch wirklich aus eigener Tasche bezahlen. Und ja, ist halt schwierig bei so viel Geld. Eine Security gibt es aktuell nicht am Viktualienmarkt. Eine schnelle und einfache Lösung, Videoüberwachung. Doch dafür braucht es besseres Internet. Wir brauchen eigentlich ein flächendeckendes WLAN, A für die Registrierkassen und B natürlich auch, dass man von diesen Kameras dann nachts zum Beispiel informiert wird. Und so könnte zumindest der ein oder andere Händler nachts wieder etwas ruhiger schlafen.